Werdet nicht der Menschen Knechte, lasst euer Recht nicht ungeahndet von anderen mit Füßen treten, macht keine Schulden, für die ihr nicht volle Sicherheit leistet, nehmt nicht Wohltaten an, die ihr entbehren könnt, und seid nicht Schmarotzer oder Schmeichler oder gar Bettler. Daher seid wirtschaftlich, damit ihr nicht bettelarm werdet. Das Klagen und Winseln, selbst das bloße Schreien bei einem körperlichen Schmerz ist euer schon unwert, am meisten, wenn ihr euch bewusst seid, ihn selbst verschuldet zu haben. Daher die Veredelung des Todes eines Delinquenten durch die Standhaftigkeit, mit der er stirbt. Das Hinknien oder Hinwerfen zur Erde, selbst um die Verehrung himmlischer Gegenstände sich dadurch zu versinnlichen, ist der Menschenwürde zuwider, sowie die Anrufung derselben in gegenwärtigen Bildern, denn ihr demütigt euch alsdann nicht unter einem Ideal, das euch eure eigene Vernunft vorstellt, sondern unter einem Idol, was euer eigenes Gemecksel ist.